Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ihr kennt sicherlich noch dieses veraltete, total langweilige Ligasystem hier bei Clash of Clans in dem Nachtdorf oder in der Bauarbeiterbasis. Die einen sagen Nachtdorf, die einen sagen Dunkeldorf, das sage ich eigentlich ich immer. Aber mittlerweile habe ich mich irgendwie an den Begriff Bauarbeiterbasis gewöhnt. Aber ihr wisst selber, dass man hier nicht so wirklich so eine Liga hat. Also man kann hier schon in etwa sehen, wo man steht, obwohl man kann es auch nicht wirklich. Es gibt wirklich nur global.de, es gibt Top-Clans. Und wenn ich jetzt in lokal.de gucke, ist der erste auf jeden Fall hier voll der Deutsche, würde ich sagen. Also auch der Clan sieht richtig nach Deutschland aus. Also Grüße an die deutschen Kollegen vom Clan, den ich gerade nicht lesen kann, da brauche ich einen Übersetzer. Also da passt hier irgendwas vorne und hinten nicht, muss ich mal so sagen. Und ich kann auch nicht sehen, wie in der Legendenliga, wo ich jetzt gerade eigentlich hier unten stehe mit meinen Pokalen. Ja, auch das sehe ich hier nicht. Das ist wahrscheinlich nur der Legende vorenthalten, keine Ahnung. Aber ich war hier immerhin schon mal in der Prestige-Liga. Also habe Prestige-Punkte bekommen. Mein All-Time-Best ist 5131, was sicherlich schlecht ist. Aber es gab auch hier irgendwo mal so Saisons, die ein bisschen gezählt haben hier. Das heißt also, meine 2019-Liga, oder ist das jetzt aus? Ah ne, das ist dieses Battle Tournament. Also gab es jetzt bis 2019 wohl noch irgendwie so eine Season und danach war das irgendwie weg. Oder ist das doch nicht weg, wenn man über 5000 kommt? Keine Ahnung, weil man sieht letztendlich nur, eben welchen Loot man bekommt. Wenn ich hier reinklicke in die Visus Battle Rewards und der erhöht sich natürlich immer nur dann beim dritten und ich nenne es mal so letzten Angriff. Im Moment, wisst ihr, ist das Ganze geschoben auf 8 Stunden. Das heißt also, alle 8 Stunden ist der olle Bombturm hier am Start und alle 8 Stunden könnt ihr mittlerweile hier attacken, damit ihr euch die Lager zum Update richtig voll farmen könnt. Aber all das ist jetzt Geschichte. All das ist jetzt Geschichte und das werde ich euch leider wieder so wie gestern zeigen. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Fangen wir mal hier mit an, würde ich sagen. Und dann halte ich das mal an. Bei mir ist im Moment gerade ein bisschen mehr auf. Ihr seht das, obwohl so viel ist es auch nicht. Oder spielt das schon los hier? Das mache ich mal eben so ein bisschen leise. Also, die gesamte Liga wurde hier umgekrempelt. Jetzt muss ich natürlich euch auch das zeigen, was ich jetzt gerade so sehe. Ich sehe das und ihr seht jetzt das. Perfekt. Okay, also das ganze Ligasystem wurde umgekrempelt. Das wurde auch allerhöchste Zeit, würde ich mal so sagen. Und dann gehen wir mal rein hier. Also es gibt hier jetzt auch wie in der normalen, ja, hier sieht man das ganz schön, hier gibt es auch wie in der normalen, ich nenne sie mal in der normalen Liga, also gibt es hier jetzt eine richtige My League, angefangen in der Holzliga, okay, auch nicht schlecht, aber dann geht es ja auch stetig weiter, finde ich sehr, sehr gut, die Begriffe, also zumindest gefallen sie mir im Englischen, im Deutschen weiß ich noch nicht, ob sie mir gefallen, aber auch hier sieht man, ab wie viel das mit den Hammern hier, ab wie viel Medaillen man dort reinkommt. Also auch das ist jetzt eine viel, viel bessere Orientierung. Wo stehe ich eigentlich? Oder bin ich vielleicht in der Stone-Liga? Oder aber bin ich doch schon ein bisschen weiter in der Kupfer, in der Kupferliga? Ja, und ihr seht auch hier, das Sternesystem hat sich hier auch tutu komplett verändert. Das heißt also, wenn ihr in der ersten Stage eure Sterne holt, dann sind das erstmal nur bronzene Sterne. Und ihr bekommt auch im Attack etwas Loot und in der Defense bekommt ihr Elex zurück. Ja, Elex zurück, komme ich aber gleich noch zu. Und wenn ihr dann auch das zweite Stage noch komplett schafft, dann bekommt ihr silberne Sterne mit dazu. Insgesamt kann man ja 6 Sterne holen, also 3-mal Kupfer und 3-mal Silbersterne. So baut sich das Ganze auf und ich meine, das ist eigentlich selbsterklärend, je mehr, desto besser. Aber je besser du attackst, beziehungsweise je schlechter du defendest oder je besser du defendest, desto mehr bekommst du hier zurück. Das ist hier auf der Defense-Seite, aber da komme ich gleich noch zu. Aber es gibt auf jeden Fall schon mal eine ganz andere Liga. Copper 1, dann gibt es Brass, Iron, Stahl, Titanium. Ich glaube, dazwischen gab es auch einmal Platinum, oder?
Platinum heißt es. Platinum. Oder kommt das erst ein bisschen weiter hinten? Ah, hier kommt Platinum. Hier kommt Platinum und die Icons sehen auf jeden Fall fürchterlich gut aus, finde ich. Emerald finde ich sehr, sehr schick. Also Emerald, das erinnert mich so ein bisschen an eine EverQuest 2 Raid-Instanz, die hieß Emerald Halls. Und die sah genauso aus, also so von dem Grün her. Fiel mir nur gerade so ein. Und Ruby finde ich auch noch sehr schick. Und am Ende gibt es Diamond, also hier oben sind wir dann bei 6200 Pokalen. Das ist sicherlich so ein bisschen angelehnt an die, die das schon mal sehr, sehr hoch hatten hier. Aber hier seht ihr auch jeweils die Defense-Beute, wenn man 0 Sterne kassiert. Und die Offense-Beute ist dann schon recht enorm, finde ich. Aber ja, was hat es eigentlich da oben mit dieser Karre hier auf sich? Das werden wir jetzt sehen, denn es gibt auch ein neues Lotkarrensystem hier, also ähnlich wie in der Tagesbasis. Das heißt also, wenn hier angegriffen wird, erstmal ist das Ding leer. Ja, die Elixierkarre ist erstmal leer. Ihr seht, es gibt einen defensiven Reward. Also hier baut sich der Bonus nur in der Defensive auf. Und wir schauen uns das mal an. Der Kollege hier greift, glaube ich, sich selber irgendwie an in dem Video. So habe ich das zumindest verstanden. Oder ich habe es nicht wirklich verstanden. So, er attackt jetzt erstmal selber. Hier sehen wir natürlich jetzt keine Karre oder so, aber er wird jetzt ja auch attackt von dem anderen, ja, von Bob. Ja, er greift Bob an und Bob greift jetzt ihn natürlich an. Das hat sich nicht geändert, Leute. Es gibt immer noch keinen Weiterklicken-Button, also ihr müsst immer noch das nehmen, was euch vor die Füße kommt. Und ich hoffe, es ist vom Liga-Making her fairer als das, was wir jetzt kennen. Ihr kennt diese ganz gruselige Geschichten. Bilderhall 9 greift Bilderhall 6 und 7 an und so, weißt du, diesen ganzen Mismatch-Krams hier in der Bilderbase, wo du manchmal denkst, warum muss ich den jetzt machen? Und wo du dann manchmal denkst, warum darf der mich eigentlich jetzt machen? Ja, warum darf der mich eigentlich jetzt machen? Hier sehen wir auch schön die neue Kampfmaschine, die so ein bisschen sich da immer so ein bisschen rumdreht. Da ist die Ability. Also auch hier geht ein bisschen mehr am Schaden. Lager ist natürlich easy peasy, aber der Bombenwerfer hier, der Bomber, so heißt er ja nur, der geht noch, ich glaube, die haben ein bisschen mehr Trefferpunkte bekommen, ne? Da könnt ihr mir zustimmen. Die haben in jedem Fall ein bisschen mehr Trefferpunkte bekommen und die Kanonenkarren hier machen das, was sie machen. So ein bisschen Schaden von hinten. Das ist so à la Clash Royale. Ja? Karre gesetzt, Kanonenkarre gesetzt und dann mal abwarten. Aber hier kannst du das ja tauschen. Das ist das Besondere hier an der ganzen Sache. Hier kannst du das Ganze tauschen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass vieles in den Bronze- und in den Silbersternenbereich geht und die Bases extremst gut gebaut werden müssen gegen ganz, ganz viele Sachen. Dass die Sachen auf jeden Fall viel, viel besser gebaut werden müssen als hier, denke ich mal. Und alles lädt jetzt ein bisschen vom Heal wieder auf. Und ihr seht auch hier die neuen Gebäude schon mit drin. Seht ihr die neuen Gebäude? Ja, ihr seht die neuen Gebäude, okay. Ihr seht die neuen Gebäude. Da oben der heilende Pott und hier Ottos neues Hut. Ja, hier ist auch immer eine Hut. Ihr kennt das ja. Und er hat jetzt schon 3 Bronzesterne geholt, also hier einmal zu dem System, jetzt nochmal zu den Sternen. Er hat also die erste Stage geschafft und bekommt dafür 3 Bronzesterne. Jetzt schauen wir mal, wie das hier weiter reingeht. Ich weiß nicht, ob es schon eine bekannte Szene ist oder ob das neue Szenen sind. Aber es müssen ja neue Szenen sein, weil da unten seht ihr die 4 Seppis übrigens, wie sie noch ein bisschen versuchen zu verteidigen. Sehr schön. Und in den ersten Dev-Videos, da gab es ja diese, da gab es den Kampfschrauber noch gar nicht, da gab es die Heilstation noch nicht. Und deswegen sind da schon relativ neuere Videos hier. Ich habe jetzt in den Videos hier für, die wir am Tag davor bekommen haben, noch gar nicht reingeguckt, wie neu oder wie alt das ist. Bin ich ganz ehrlich, ob das jetzt alte Videos waren oder ob es eher neuere Videos waren, aber es können nur neue sein, weil es diese Maschinen ja noch gar nicht gab und hier muss die Maschine jetzt ganz, ganz alleine abräumen. Also alles andere hat hier ganz gut gedefensed. 40 Sekunden nur noch Zeit, dicke Bombe rein und ihr seht da schon so ein Tesla gegen die Kampfmaschine hier, das ja,
bringt nicht mehr so viel. Also eine Defense dagegen bringt sowieso nicht so viel. Mal sehen, ob er hier nicht in Timefair reinläuft, denn so abnormal viel Schaden macht die jetzt nicht, außer sie kann gleich nochmal die Ability zünden. Braucht sie aber gar nicht. 1, 2, 3. Das sind nochmal 3 Sterne, beziehungsweise jetzt sind es insgesamt 3x Bronze, 3x Silber und damit auch der ganze Loot hier. Und da unten seht ihr auch, wie die Sternchen hier reingehen. Und er ist in der Brassliga 5, glaube ich, oder sowas. Und hier seht ihr es, er hat gedefft. Ja, und das, was gedefft wurde, je nachdem, wie hoch gedefft wurde, habt ihr eben in der Tabelle gesehen. Dementsprechend bekommt ihr den Reward als Elixier. Finde ich ganz gut. Das ist so ein bisschen angelehnt an das Heimatdorf, also die Geschichte hier. Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, es würde mich wundern, warum Supercell das nicht schon übernommen hat, aber sie übernehmen immerhin jetzt so ein bisschen was aus dem Hauptdorf, was dort eigentlich sich gut etabliert hat mit der Lotkarre. Wenn man also defenst, bekommt man ja dort auch ein bisschen Lot zurück. Gold, Elixier und auch dunkles Elixier. Und das finde ich hier sehr, sehr gut, dass es hier jetzt auch was zurückgibt. Also dafür auf jeden Fall einen fetten Daumen von mir nach oben. Von mir in der Bauarbeiterbasis nach oben. Okay. Now new defense. Also jetzt muss er wieder warten, bis er wieder defense oder halt angreift. Ich meine, die defense kommt ja nicht von alleine wie in Legende. Aber hier seht ihr das mal so ein bisschen. Die defense kommt nicht ganz von alleine, sondern ihr müsst angreifen, damit ihr auch defense. So ist das. Ist halt nicht das Legendensystem. Aber immerhin finde ich, es ist auf jeden Fall eine Verbesserung um ganz, ganz viele Prozent hier. Würde ich sagen, das neue Loot-System und das neue Ligasystem hier. Also freue ich mich auf jeden Fall, dass es die beiden Sachen hier an der Stelle so gibt. Und worauf ich mich aber auch freue, kann ich euch ganz, ganz, ganz genau sagen, denn das Ding geht hier auch noch ein Level hoch. Da sehen wir aber dann morgen in so einem ganz, 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 oh, nee, halt, dicke Fingersyndrom. Das geht ja auch noch ein Level hoch und dann gucken wir mal, was wir da noch Neues mit hinzubekommen. Ist zwar ein bisschen außergewöhnlich jetzt auch für mich, dass ich am Wochenende mal so ein bisschen was abdecke, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Wenn nein, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Toto. Clashed.